Heute teile ich mit dir, warum so viele Menschen in ihrem Business scheitern, warum so viele in ihren Beziehungen auch scheitern und sogar in ihrer Gesundheit. Und das hat alles mit einer einzigen Frage zu tun. Und was diese Frage ist, verrate ich dir jetzt. Hey, André hier. Was ist diese eine Frage, die für so viel Misery, für so viel Missverständnisse und Misserfolg und verantwortlich ist? Diese eine Frage lautet: Wie? Denn fangen wir doch mal mit den Business-Leuten an. So viele fragen sich im Business immer, wie kann ich das besser vermarkten? Wie kann ich vielleicht noch irgendwie Sneaky Ninja, wie kann ich das besser vermarkten? Und das ist eine legitime Frage, doch eine Frage, die dich viel weiter führt, die dich viel tiefer führt und die dir auch viel mehr Erfolg bringt, ist: Warum will ich das eigentlich besser vermarkten? Und die Antwort darauf sollte nicht nur lauten, weil ich mehr Kohle machen will, ne? Weil ey, Kohle voll geil und so, alle Kohle immer zu mir. Ne? Wobei Kohle gut, aber das ist kein wirkliches Warum. Sondern es sollte etwas mit anderen Menschen zu tun haben. Das Leben von anderen Menschen besser machen. Denn wenn du mit dem Warum anfängst, ne? Start with Why, Simon Sinek, geiles Buch, lesen unbedingt. Wenn du mit dem Warum anfängst, dann bekommst du eine ganz andere Perspektive. Weil du vielleicht denkst, ja, mein Produkt, das bringt Menschen wirklich nach vorne. Das hilft Menschen, ihr Mindset zu verändern, sodass sie eben nicht mehr die Blockaden haben im Bereich Finanzen. Sodass sie sich wirklich auch das Einkommen kreieren können, was sie haben wollen. Oder du denkst, ja, weil dieses Produkt gibt Menschen so viel Energie, das löst Energieblockaden wirklich. Und dadurch haben die Menschen auch wirklich die Energie, den Unterschied zu machen, für den sie hier sind. Und wenn du diese Begeisterung hast, dieses Feuer in dir, weil du ein wirkliches Warum hast, dann gehst du auch ganz anders raus an den Markt. Du gehst viel offensiver raus, du gehst auch mit viel mehr Selbstbewusstsein daraus. Also wenn du dich fragst, wie könnte ich das denn noch vermarkten? Ne? Und wenn du Schwierigkeiten hast, ein Warum zu finden für dein Produkt, dann ist die Frage, ist das Ding wirklich gut? Stehst du wirklich dahinter? Ist es etwas, wo du sagst, ja, das macht das Leben von anderen Menschen besser? Denn gerade im Business geht es nicht um uns, sondern um andere Menschen. Und das ist auch, was so viele Unternehmer einfach falsch machen. Die denken immer Business, immer nur ich, ne? Mi. Wie kann ich mehr wachsen? Wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich mein Ding besser machen? Ne? Wobei der wirkliche Erfolg dann anfängt, wenn du denkst, wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich das Leben von anderen Menschen besser machen? Wie kann ich auch dafür sorgen, dass meinen Kunden wirklich gut geht, dass die wirklich Ergebnisse bekommen? Denn wenn deine Kunden Ergebnisse bekommen, dann bekommst du automatisch Ergebnisse. Denn ich verrate dir jetzt ein riesengroßes Business-Geheimnis. Also das ist super Ninja, das ist total sneaky und tricky. Pass auf, Kunden sind die Menschen, die dafür sorgen, dass dein Kühlschrank voll ist. Kunden sind die Menschen, die dir das Geld bezahlen. Ne? Ja, das ist unglaublich, oder? Und wenn du dafür sorgst, dass es deinen Kunden gut geht, dass diese Welt ein bisschen besser wird, weil ihr Leben besser wird, dann hast du ein ganz anderes Mindset. Du gehst ganz anders ran an dein Produkt, an deine Vermarktung und du bist viel mehr auch in Verbindung mit dem, was wirklich hier ist, mit deinem Unterschied, für den du hier bist. Weil wenn du wirklich weißt, ja, ich will das rausbringen, weil ich Menschen helfen will, einen Unterschied in der Welt zu machen. Das ist mein Warum zum Beispiel. Ne? Ich will Menschen dabei helfen, einen Unterschied in der Welt zu machen. Wirklich das zu tun, warum sie hier sind. Und dafür helfe ich ihnen eben, ihr Mindset zu verändern, ihre Energie zu steigern, solche Dinge. Und wenn du auch ein wirklich tiefes Warum hast, dann kommst du auch viel mehr in Verbindung mit dem Flow. Denn es sind so viele Ideen hier, es öffnen sich so viele Türen. Wenn du mal aufhörst, an dich selber zu denken und stattdessen mal an deine Kunden denkst und vor allen Dingen dich auch hier mit deinem Herzen verbindest. Denn wie ist eine Kopffrage und warum ist eine Herzfrage? Und häufig ist es ja so, dass wir uns fragen, hey, wie könnte ich das noch besser machen? Wie könnte ich das machen? Wie könnte ich das machen? Wie könnte ich das machen? Und dann haben wir so eine leise Stimme im Herzen, die sagt, hey, wir könnten uns mal nach einem Warum fragen. Und das könnte eine Lösung sein. Schnauze, wir denken nach, ne? Stör nicht. Und das Herz sagt, ja, aber hey, ich habe die Lösung für alles. Wir müssen unsere Perspektive, Schnauze jetzt. Ne? Wir denken nach, verdammt nochmal. So. Das ist, was wir häufig machen. Wenn unser Herz was sagen will, dann pff, hauen wir da so mit dem Hammer drauf, um einfach so diese ne, Wie-Dinge festzuhalten. So, oh, wie. Ne? Erinnert mich an die Ritter des Nie. Ja, nie. So. Und deswegen macht es einfach Sinn, wirklich mit deinem Warum anzufangen. Und das gilt, wie gesagt, im Business, aber es gilt auch im privaten Bereich. Zum Beispiel in Beziehungen.
fragen Menschen häufig, wie kann ich meine Beziehung besser machen? Was wäre, wenn du dich fragen würdest, warum will ich meine Beziehung besser machen? Dann kommst du viel mehr direkt hier rein in dein Herz. Dann würden vielleicht Dinge in dir passieren, wo sich ein Gefühl entwickelt, wo du fühlst, ja, weil ich diesen Menschen liebe, weil ich wirklich hier Nähe spüren will, weil ich mich öffnen will, weil ich einfach auch diese Verbundenheit spüren will. Und wenn du damit rausgehst und damit auch einem anderen Menschen begegnest und sagst einfach so aus deinem Herzen, ich will diese Verbundenheit spüren und das auch dein Sein durchflutet und nicht, hey, wie könnte ich das jetzt machen? Lass uns noch eine Taktik 17 anwenden aus diesem Buch, was ich gerade gelesen habe. Ne? Und dann gucken wir mal, wie das besser wird. Nicht wahr, Liebling? Jawohl, Schatz. Ne? Sind die Eier schon fertig? So, und deswegen auch hier, da ist es, wo es passiert, in deinem Herzen. Genauso ist es im Bereich Gesundheit. So viele Menschen fragen mal, wie kann ich denn mehr abnehmen? Ne? Oder wie kann ich gesünder sein? Und die Antwort darauf ist ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, relativ einfach. Ne? Beweg dich, ne? Geh raus an die frische Luft, mach Bewegung und mein Geheimrezept. Ne? Grüne Smoothies oder einfach ein bisschen gesünder ernähren. Ne? Weniger Pizza, mehr Obst und Gemüse soll schon helfen. Und das heißt, das Wie ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich glaube, vielen Menschen fehlt ein Warum. Ja, ich muss abnehmen, weil der Arzt hat das gesagt. Das ist kein Warum. Oder weil, du musst wissen, warum. Weil ich zum Beispiel die Energie haben will, auch wirklich was zu bewegen. Weil ich nicht nach meinem Arbeitstag irgendwie nur noch so aufs Sofa fallen will, ne? Um dann irgendwie den Abend noch zu überleben. Sondern weil ich Energie haben will, weil ich am Leben teilnehmen will. Weil ich was spüren will, weil ich rausgehen will, weil ich Menschen begegnen will. Weil ich vielleicht auch die Zeit mit meinen Kindern wirklich aktiv erleben will, weil ich da sein will für sie, weil ich ihnen auch ein gutes Beispiel geben will, weil ich ihnen zeigen will, dass es möglich ist, wirklich auch ein erfülltes Leben zu leben. Oder weil ich auch Zeit mit anderen Menschen verbringen will, die mir wichtig sind, mit meinen Freunden, mit meinem Hund. Ne? Weil ich einfach auch die Power haben will, wirklich was zu tun, da zu sein, präsent zu sein. Und das ist eine ganz andere Motivation und das führt dich auch wirklich zu anderen Dingen, die du tust. Also wenn du sagst, ja, wie kann ich denn noch hier mal so 500 Gramm hinter meinem Ohr abnehmen? Ne? Das heißt, starte wirklich mit deinem Warum. Starte damit, warum du etwas willst. Starte mit deinem Herzen. Öffne wirklich dein Herz. Öffne dich für dich selbst. Öffne dich für die Möglichkeiten, die alle da sind. Jetzt schon, hier schon. Die sind alle da. Und je mehr wir uns öffnen, je mehr wir auf unser Herz hören und auch erlauben, dass es zu uns spricht und nicht immer sagen, Schnauze, ne, weil ich bin gerade im Kopf, ich muss hier wichtige Probleme wälzen. Aber ich habe alle Lösungen. Ich weiß, wie wir das Ding lösen können. Schnauze jetzt. Ne? Wenn wir das nicht mehr machen, sondern einfach auch mal zuhören, was unser Herz sagt. Einfach mal zuhören, hinhören, auch diese Lösung mal annehmen. Weil das sind die Dinge, die auch wirklich die Quantensprünge in unserem Leben ermöglichen. Das sind die Dinge, die uns wirklich auch raketig nach vorne bringen, die uns wirklich den Durchbruch bringen. Das kommt alles von hier. Klar nehmen wir das hier mit, ne? Logisch, wir gehen nicht irgendwie so blindlings in Alaska jetzt irgendwo eine Eisbar aufmachen. Aber wir hören hier drauf. Und deswegen ist es so wichtig, fang mit deinem Herzen an. Beginne mit deinem Herzen, starte mit deinem Warum und mach dann so wirklich den Unterschied, für den du hier bist. Hi, André hier. Hat dir dieses kurze Video gefallen? Wenn ja, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du sagst, André, ne, das ist so voll langweilig so, ne? So langweilig, immer deine Videos. Ne? Wenn du sowas denkst, gib den Daumen runter. Wer es noch nicht getan hat, diesen Kanal hier abonnieren und auch sehr gerne dieses Video teilen. Teile es mit der Welt, teile es mit deinen Freunden, teile es mit den Menschen, die dir wichtig sind. Bring die Botschaft des Herzens wirklich raus. Alrighty, ich bin raus für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass ganz viel das Sönnchen rein und mach den Unterschied, für den du hier bist.